Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Owlcrate Unboxing. Ich habe hier die Oktoberbox mit dem Thema Wield Your Blade, und wenn ich die Hints und ja die Tipps auf der Owlcrate-Seite richtig verstanden habe, dann soll das Buch in dieser Box ein High-Fantasy-Buch sein. Ja, worauf ich sehr gespannt bin. Ich mag High-Fantasy unglaublich gerne und ja, packen wir einfach mal die Box aus am besten, dann sehen wir, was da alles schön drin ist. Nee, stopp. Bevor ich die Box auspacke, falls ihr zum ersten Mal bei einem Owlcrate Unboxing dabei seid, dann gebe ich euch noch ein paar kurze Infos, falls euch das interessiert. Also, Owlcrate ist eine Abo-Box, die ihr auf der Owlcrate-Seite, welche ich unten mal verlinken werde, kaufen könnt. Und es gibt zwei verschiedene Formate. Es gibt eigentlich die Young Adult Box, in der jeweils ein Fantasy-Buch aus verschiedensten Fantasy-Genren drin ist, und auch eine Junior-Box, also für eher Grundschulalter. Die Box kommt monatlich und darin befindet sich immer ein Buch sowie viele verschiedene Bookish-Items, die von anderen Fandoms inspiriert sind, die so in die Richtung des Buches gehen, das dann auch in der Box ist. Die Box kommt aus Amerika, deswegen ist das Buch darin sowie auch die anderen Artikel immer Englisch. Und nur damit ihr es wisst, das hier ist nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Owlcrate weiß ziemlich sicher nicht, dass es mich gibt. Ich kaufe mir die Box selber. Und ja, teile hier einfach meine ehrliche Meinung mit euch, weil ich immer so gespannt bin, was in der Box drin ist. Ja, okay, packen wir die Box mal aus. Also, wenn ich die Box öffne, sieht das Ganze so aus. Und da haben wir eine Karte. Das hier ist die Spoilerkarte. Hinten drauf steht, was da drin ist, gucke ich mir aber natürlich noch nicht an. Und dann, ja, nehme ich einfach mal das Oberste, das mich da anlacht, gerade mal weg. Und das ist eine Kerze. Die riecht echt lecker, die riecht total frisch. Irgendwie so nach Frühling, einfach so richtig frisch. Und da drauf steht Kamigoroshi. Ich habe das jetzt bestimmt nicht richtig ausgesprochen, aber ich zeige es euch mal ein bisschen näher. So sieht die Verpackung aus. Und so die Kerze. So eine schöne grau-bläuliche Farbe. Und ja, ich finde, es schmeckt irgendwie einfach nach Frühling, so frisch. Ja, mag ich mega gerne. Ich liebe Kerzen. Ich freue mich immer, wenn ich in irgendeiner Box Kerzen drin habe. Ja, die Kerze ist von Flick the Wick. Und Flick the Wick ist eine, wenn ich das recht in Erinnerung habe, eine Kerzenfirma, die schon sehr, sehr lange dabei ist. Also seit so das große Bookstagram-Ding ein Ding wurde. Ist da, glaube ich, Flick the Wick eine der ersten Firmen gewesen, die halt so Bookish Candles produziert hat. Ich hatte tatsächlich noch nie eine Flick the Wick Kerze, also finde ich mega cool, dass da jetzt eine drin ist. Und diese Kerze ist inspiriert von Shadow of the Fox. Ah, und das Kamigoroshi ist Tatsumis Legendary Sword. Also das ist ein Schwert von irgendeiner Person aus Shadow of the Fox. Shadow of the Fox kenne ich tatsächlich auch nicht. Aber ja, die Kerze ist trotzdem toll. Dann das nächste ist eine wunderschöne Verpackung. Owlcrate gibt sich halt auch mit den Verpackungen immer so Mühe. Also die Box ist einfach immer so liebevoll und so hochwertig. Und wenn ihr keine Herr der Ringe-Fans seid, ist das jetzt wahrscheinlich etwas Blödes, aber ich liebe Herr der Ringe. Und hier ist so eine Holzständer drauf mit so einem Plexiglas-Ding. Und ich suche mal irgendwie einen Hintergrund, damit ich euch das wirklich auch zeigen kann. Ich halte jetzt einfach mal mein Kissen hinten dran hin. So sieht das Teil aus. Habe ich es jetzt hoffentlich richtig rum hingehalten. Das ist einfach ein Quote von Herr der Ringe. Und da kann man noch die Folie, die Schutzfolie dann abpeelen. Dann sieht das Ganze nicht mehr so verkratzt aus. Also ein mega schönes Item, um so das Bücherregal zu dekorieren. Und ja, die Quotes von Herr der Ringe, die sind einfach so schön. Und ich finde das mega toll. Dann als nächstes haben wir eine kleine Metallbox. Darauf steht, All Legends have a spark of truth. Ein Zitat von Elizabeth Lim. Ich zeige euch das auch. Das sieht so aus.
Und Elizabeth Lim ist ja die Autorin von Ein Kleid aus Seide und Sternen. Hieß das so? Auf jeden Fall Spin the Dawn. So hieß das Buch auf Englisch. Habe ich tatsächlich gelesen. Stellt euch vor. Okay, der Inhalt passt auch total gut zum Buch Ein Kleid aus Seide und Sternen, denn das ist ein kleines Nähset mit Überlappfäden und einem Maßband, eine kleine Schere. Okay, das ist mega süß. Die Farben sind ja toll. Oh, da ist sogar noch ein Fingerhut mit dabei. Die Farben sind so toll. Guckt euch mal die Farben von den Garnen an. Mega cool. Also ich persönlich kann sowas sehr gut gebrauchen, denn mir fallen immer mal wieder Knöpfe oder so von Kleidern weg oder ja, irgendwie Hosen haben irgendwo ein kleines Löchchen oder was auch immer und da kann man halt so ein kleines Nähset mega gut gebrauchen oder auch die leere Dose, die ist wunderschön, die kann man perfekt für Tee oder für irgendetwas gebrauchen. Also ich finde es ein mega cooles Item, das Sewing Kit ist inspiriert von Spin the Dawn. Herr der Ringe habe ich gelesen und Spin the Dawn, also ein Kleid aus Seide und Sternen, habe ich auch gelesen. Also, wow, wir werden langsam besser. Das nächste ist ein Puzzle. Ich liebe Puzzles. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Das ist das wunderschöne Puzzle. Das hat 300 Teile. Also ist auch eins, das man dann irgendwann mal wieder fertig bringt. Mega cool. In der Box, sorry, das knirscht jetzt ein bisschen. Das sind natürlich die Puzzleteile drin. Aber das Bild, das dann das Puzzle ergibt, ist da auch nochmal als Karte mit dabei. Mega schön. Und diese beiden hier, gerade mal gucken, von wo die sind. Ah, das Artwork ist inspired by the Raven Cycle and Call Down the Hawk. Kenne ich beides nicht. Diese zwei sind Hennessy und Ronan. Kenne ich nicht. Kennt ihr die? Lasst mich mal in den Kommentaren wissen. Vielleicht lebe ich auch ein bisschen hinterm Mond. Aber ja, das Puzzle ist auf jeden Fall wunderschön. Das werde ich auf jeden Fall machen. Dann das nächste. Das nächste ist das Buch. Noch nie davon gehört. Aber das Buch ist wunderschön. Ich halte es euch einfach mal hin. So sieht das aus. Ich hole es auch aus dem Plastik mal raus, dann sehen wir es noch etwas besser. Der Buchschnitt, Leute, der Buchschnitt. Schaut euch das an. Owlcrate macht ja auch immer exklusive Cover zu den Büchern, die sie in die Boxen packen. Und diese Covers, die kriegt man so bei den Büchern nicht, die man im Handel kaufen kann. Und oftmals haben sie auch eben einen speziellen Buchschnitt. Und ich hole da gleich das Buch mal aus dem Schutzumschlag raus, weil innen drin ist jeweils auch noch eine wunderschöne Prägung auf dem Buch. Schaut euch das an. Das ist einfach immer so mit Gold- oder Silberfolie meistens hinterlegt. Das ist einfach so wunderschön. Und die Innenseite des Covers ist auch meist mit einem exklusiven Design. Das sieht so aus. Leute, ich bin hin und weg. Das ist wunderschön. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz noch nachlesen, um was es in dem Buch genau geht. Ich halte euch einfach mal den Rücken des Buches hin. Da könnt ihr pausieren, wenn ihr euch das durchlesen möchtet. Also, das klingt wirklich, wirklich sehr spannend. Es soll, so wie es aussieht, ein bisschen von Mythologie inspiriert sein. Also ich gehe davon aus, von eher östlicher Mythologie, denn die Autorin, ich versuche gar nicht ihren Namen auszusprechen, ich werde es vermutlich leider eh falsch machen. Sie ist in Singapur geboren und wuchs auch dort auf. Deswegen, ja, denke ich, das wird einen etwas asiatischen Touch haben und ich bin mega gespannt darauf. Ich habe leider noch nicht sehr viele Bücher von asiatischen Autoren und Autorinnen gelesen. Was ich mit diesem Buch auf jeden Fall ändern möchte. Ich finde, das hört sich unglaublich gut an. Und beim Buch ist natürlich auch noch die Karte dabei. Auf der Hinterseite ist der Brief der Autorin dabei. Die Autoren und Autorinnen, die schreiben ja jeweils auch einen Brief für die Leser und Leserinnen, die Owlcrate dann ins Buch mit reinpackt. Finde ich eine mega schöne Idee. Und das Buch ist auch unterschrieben. Oftmals, ich glaube nicht immer, aber oft sind die Bücher wirklich auch von den Autoren und Autorinnen unterschrieben, was ich einfach mega schön und nochmal viel spezieller finde. Also
Nur schon dafür lohnt es sich, die Box zu kaufen. Und für das, was man bekommt, ist sie nämlich auch nicht teuer, finde ich. Naja, gucken wir mal, was da sonst noch drin ist. Ein Artwork. Das ist, nehme ich an, inspiriert von irgendeinem Star Wars Film. Ich habe die nicht alle gesehen. Deswegen weiß ich nicht, wer die zwei sind, aber... Aber ihr kennt die beiden vielleicht. Auf jeden Fall ein wunderschönes Artwork. Ich, in letzter Zeit bin ich mega, mega Fans von so Artworks und ja, auch einfach Kunst geworden. Also so Fanart-Kunst. Finde ich mega toll. Ich freue mich immer, wenn sowas irgendwo mit dabei ist. Und dann haben wir zum Schluss noch das kleine Übersichtsheftchen, wo die Artikel in der Box nochmal ja, genauer erklärt sind. Ein Interview mit der Autorin darin ist. Und auch noch das Cover, wie es dann im Originalen sein wird. Ich zeige euch das noch ein bisschen näher mal. Also, hier haben wir unser Outgrade-Cover und so sieht das Cover dann aus, wenn ihr das Buch sonst irgendwo kaufen werdet. Finde ich mega schön. Ich bin totaler Fan von Grün, deswegen finde ich mega schön, dass das Cover etwas grünlicher ist. Und dann, jetzt ist es wirklich der Schluss, haben wir noch die Spoilerkarte für die Box vom nächsten Monat. Und die Novemberbox hat das Thema Dreaming in the Dark. Und die Spoilerkarte schaut so schön aus. Guckt euch das mal an. Erinnert mich irgendwie mega an, ja, so Strange the Dreamer. Ich habe das Buch absolut geliebt. Ich hoffe, da wird irgendwas dabei sein, was vielleicht davon inspiriert ist. Aber ich bin mega gespannt auf die, ja, Novemberbox. Aber ja, das war es jetzt für die Oktoberbox Wield Your Blade. Die Box hat mir mega gut gefallen. Kam nicht an die Septemberbox heran, das war ja die Haunted Hearts Box, wenn ihr das Unboxing noch nicht gesehen habt. Schaut euch mein Outgrade Unboxing zum Thema Haunted Hearts an, die Box war der absolute Hammer. Deswegen, ja, schwer zu toppen, ich mochte die Box heute aber trotzdem mega gerne. Und ja, ich bin gespannt auf die nächste. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video heute. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Macht's gut und wir sehen uns sehr bald wieder. Ciao, liebe Freunde. Ich bin noch mal kurz zurück, Freunde. Ich habe nämlich in diesem Wirrwarr hier noch den Pin gefunden. In der Outgrade-Box ist ja jeden Monat noch ein Pin drin, der vom Buch inspiriert ist. Und ich habe mir jetzt hier zum Schluss die Spoilerkarte nochmal durchgelesen und dachte mir, hey, der Pin war gar nicht dabei. Ja, hier ist der Pin, den zeige ich euch natürlich auch noch kurz. Der ist wunderschön, so wie immer. Der ist einfach wunderschön. Ich packe den gleich mal raus, dass ihr ihn auch besser sehen könnt. Und der Pin zu Jade Fire Gold, der sieht so aus. Also... Wie immer, der Wahnsinn, mega gute Qualität, der ist aus Metall, nicht aus, ja, es gibt ja so weichere Materialien, aus denen Pins manchmal sind. Aber ja, der ist einfach wunderschön. Jetzt haben wir wirklich alles. Also nochmal, bis bald, liebe Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ja, bis dann. Tschüss.